Leute, ich zeige euch heute mal meine kleine LTB-Sammlung. Wo fangen wir an? Hier, mit den normalen fangen wir doch am besten an. Ich zeige euch die einmal eben. Fangen wir hier an. Man sieht, ein bisschen bunt gemischt, die Nummern. Wenn ich die nicht alle gleich alle einzeln rausholen, dann das könnte ein bisschen dauern. Habt ihr vielleicht Verständnis für? Aber welches ich euch zeigen wollte, ist das neueste LTB. Und zwar das LTB 400. Noch, komm, lass mal's. 415. Kampf der Piraten. Der Kampf der Piraten. Also richtig geiles LTB. Das ist im Moment das neueste. Und zwar im. Welcher Monat? Mai, ne? Ja, im Mai ist das rausgekommen. Ach komm, lass mal's. Fangen wir dann mit meinen Sonderbänden. Das waren meine normalen. Jetzt fangen wir mit meinen Sonder- und Spezialbänden und was es nicht alle gibt. Sondereditionen. Fangen wir an mit dem ersten allseits bekannten neuesten Buch. Das LTB Premium. Hier. Richtig edles Buch. Ich kann ja einmal mal hier. Richtig, 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 richtig gut gemacht. Und, habe ich meine Landung dazugelegt. Weil das war eines, das auf niemals, auf keinen Fall fehlen darf, ne? Das ist natürlich klar. Dafür hat es leider 10 Euro gekostet. Dann die Sonder-Osteredition Nummer 1. Dann geht's weiter mit der Osteredition Nummer 2. Osteredition Nummer 3. Dann mit meinen Sondereditionen, das 400. Jubiläum von Lustiges Taschenbuch. 1. 2. Na, komm. Da, wo sind wir? Da. 3. Und 4. Dann Sonderedition Donald Duck 75 Jahre. 1. 2. Drei. Vier. Wir haben eben die Kamera hier. So. Dann haben wir den neuesten Spezialband 39. Galaktisches Entenhausen. Spezialband 36. Superhelden im Einsatz. Spezialband 34, Abenteuer unter Wasser. Warum geht er da jetzt nicht rein? So, dann der Spezialband 30, Duck in der Moon. Richtiger Kavenzmann. Dann 36, Im ewigen Eis. Du glaubst es, ihr glaubt es nicht. Ich habe auch das neueste, die Maus-Edition Nummer 1. Also, richtig guter Band. Ich habe ihn auch schon gelesen, der ist super. Die Enten-Edition Nummer 9. Große Gefühle. Enten-Edition 13, Donald der Pechvogel. 20, 60 Jahre Onkel Dagobert. 25, Oma ist die Beste. 27, verwegene Vorfahren. 28, Freund und Helfer. 30, der Boss von Entenhausen. Und 31, typisch Donald. Ja, Leute, das war vorerst meine LTB-Sammlung. Ja, die sollte sich normalerweise noch ziemlich vergrößern. Ja. Das neueste LTB, also dieses neueste LTB mit den Piraten, das ist wirklich einmalig. Das ist super, haben die das hingekriegt. Jo, Leute, dann wäre es das auch schon mal von meiner Seite. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, andere stellen auch nochmal ihr Video rein, wie sie über ihre Dings nachkommen, über ihre LTB-Sammlung und
Ja, freue ich mich schon. Okay, dann noch. Viel Spaß, Leute. Tschüss.